Ich höre die Kirchenglocken im Hintergrund läuten bei mir. Das heißt, zeigen, dass es 19 Uhr ist. Ich denke, wir starten durch. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zum heutigen Live-Webinar wieder an einem Donnerstag um 19 Uhr. Freut mich unglaublich, dass ihr wieder so zahlreich mit dabei seid. Klasse. Ja, immer wieder vorneweg ein Dankeschön an euch, dass ihr heute live mit dabei seid. Dass ihr aber auch schon die letzten Male so zahlreich mit dabei wart. Dankeschön auch an die vielen Rückmeldungen, an das Feedback ja, bezüglich des Devisenkompasses auch und bezüglich der letzten Webinare. Es freut mich ungemein und motiviert mich natürlich auch wieder für dieses Webinar, schöne Inhalte, tolle Inhalte vorzubereiten und euch einen richtigen Mehrwert zu liefern. Ja, für die, die zum ersten Mal mit dabei sind heute, gibt es ein oder anderes. Ich glaube, zum ersten Mal mit dabei, so wie ich sehe. Ja, ich bin Andreas Fink, ich bin Vollzeit-Trader und Trading Guide hier auf tradingforfreedom.com. Und wenn ihr mir tagtäglich über die Schulter schauen wollt, wie ich als Vollzeit-Trader an den Märkten agiere, welche profitablen Handelssignale ich rausarbeite und selber auch handle, dann könnt ihr das gerne tun. Und ja, habt die Chance, hier quasi einem Vollzeit-Trader über die Schulter zu schauen. Thomas, guten Abend. Freut mich, dass du mit dabei bist. Gut, auch für die, die zum ersten Mal mit dabei sind, für einige ist es eine Wiederholung, aber ich denke, man kann diese methodische Vorgehensweise, die ich tagtäglich ja, praktiziere, die für mich ein ganz wichtiger Erfolgspfeiler im Trading ist, nicht oft genug wiederholen. Und für die, die es zum ersten Mal sehen, gehe ich es kurz Schritt für Schritt durch. Eine methodische, ganz kurz vorneweg vielleicht noch, eine methodische Vorgehensweise, die immer gleichbleibend ist, ist für mich halt auch ein Fundament, sage ich jetzt mal, ja, für ein verlässliches Einkommen aus dem Trading. Wie ihr wisst, ich lebe davon, ich generiere da meinen Lebensunterhalt damit oder mein Einkommen damit und deswegen möchte ich es halt so verlässlich wie nur möglich haben. Ich weiß, Trading ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, ich kann nicht mit einem festen, verlässlichen Einkommen rechnen. Aber ich kann alles dafür tun, durch konstante Vorgehensweisen, durch konstante Methodik, eben das ja, dahingehend zu optimieren. Deswegen auch diese methodische Vorgehensweise, die ich tagtäglich durchmache. Es sind die vier Hauptschritte, nämlich einmal das Identifizieren, dann das Prognostizieren und das Entscheiden und danach als vierten Schritt das Ausführen. Was steckt denn hinter Identifizieren? Naja, hinter Identifizieren, da verbirgt sich dahinter, dass ich mir den Chart anschaue. Also das Ganze beruht auf Chartanalyse, nicht auf Fundamentalanalyse, sondern reine technische Chartanalyse, weil ich davon ausgehe, dass alle relevanten Informationen bereits im Kurs und im Kursverlauf, also sprich im Chart, integriert sind. Da schaue ich mir an, wie ist der Trend? Da haben wir bereits kennengelernt, die letzten Webinare. Es gibt übergeordnete Trends, also es gibt den primären, den sekundären und den tertiären Trend. Und Trend ist deswegen für mich wichtig, weil ich halt gerne mit Rückenwind handle. Das heißt, wenn ich in Richtung von dem Trend handle, von dem übergeordneten Trend handle, dann habe ich Rückenwind, weil die Wahrscheinlichkeit einfach, dass der Trend fortgesetzt ist, wird höher liegt, als dass er gebrochen wird. Zudem dazu schaue ich mir Widerstandszonen und Unterstützungszonen an. Die versuche ich am Markt im Chart zu identifizieren. Da schaue ich mir im Prinzip an, wo waren in der Vergangenheit Käufer, auf welchen Preislevels war der Kurs so günstig, dass vermehrt große Käufer am Markt zu finden waren. All das verrät mir ein Chart. Und wo waren in der Vergangenheit, auf welchen Preislevels waren Verkäufer unterwegs, die bei einem bestimmten Preislevel gesagt haben, ah, Gewinne mitnehmen, beziehungsweise hier lohnt sich's, meine Position zu verkaufen. All das sind für mich Indizien, naja, dass es auch potenziell in Zukunft möglicherweise dort eben Widerstand und zur Unterstützung kommt. Und diese Widerstands- und Unterstützungslevels oder diese Preislevels im Allgemeinen, die wirken halt wie so Preismagneten. Da entscheidet sich's dann, da kommt dann oft auch die nächste Bewegung
Und das sind dann auch oft Umkehrpunkte. Und deswegen spielen die in der Chartanalyse eine große Rolle. Und deswegen nutzen wir sie auch bei Trading for Freedom, um eben uns einen Überblick zu verschaffen, wo stehen wir denn aktuell. Ja, das ist ganz klar das Ziel von dem Identifizieren. Dann, Überblick alleine reicht uns nicht. Wir wollen auch einen Ausblick nach vorne wagen. Das heißt, wir wollen vorbereitet sein. Wohin der Markt als nächstes läuft, weiß ich nicht. Aber ich kann eben vorbereitet sein und kann mir Prognosen überlegen und sagen, wenn der Markt Folgendes macht, dann, ja, was mache ich dann? Habe ich dann ein Regelwerk? Habe ich dann eine Trading-Strategie, um aktiv zu werden? Und genau darauf kann ich mich eben vorbereiten. Das heißt, ich kann die Optionen durchspielen vorneweg und kann sagen, na, wenn der Markt da und dahin läuft, ich kann mir überlegen, auch natürlich aus Erfahrung raus, wie könnte das möglicherweise denn vonstatten gehen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich die Entscheidung treffen. Und das ist der dritte Schritt, ob ich mit Gewinnvorteilen im Markt aktiv werden kann. Und das hängt natürlich von der individuellen Trading-Strategie oder von dem Trading-System ab, das bestmöglich natürlich statistisch im Backtesting überprüft ist, dass es auch eine positive Gewinnerwartung hat. Hier bei Trading for Freedom nutzen das Trading-System oder die Trading-Strategie der harmonischen Muster. Ich habe das hier hinten auch auf der Folie mit diesen blauen Dreiecken angedeutet. Diejenigen, die schon die letzten Webinare mit dabei waren, die wissen das. Und für die, die neu mit dabei sind, eben das als Information. Wichtig ist nur, egal was ihr für ein Trading-System habt, wichtig, es sollte mit positiver Gewinnerwartung sein und ihr solltet ganz klare Regeln eben haben. Also sprich, dass ihr nie unvorbereitet in den Markt aktiv reingeht. Das heißt, für mich ist es Pflicht und das möchte ich echt jedem mitgeben, unabhängig von der Trading-Strategie, immer, immer, immer einen Stop-Loss zu setzen. Immer das, weil das ist das Einzige, was wir kontrollieren können. Wir wissen nicht, wohin der Kurs als nächstes läuft, aber wir können unser Risiko aktiv kontrollieren und managen. Und dafür ist eine Stop-Order unerlässlich. Ich wiederhole mich da, ich weiß, aber ich weiß halt, ich kenne auch die vielen, vielen Anfängerfehler und die Nachlässigkeiten. Ich habe das Gleiche durchgemacht und ich versuche das einfach nur in Erfahrung weiterzugeben. Glaubt mir, das spart euch eine Menge Frust und vor allem eine Menge Euros, wenn ihr euch daran haltet. Und dann, ja, wenn ich diese Trading-Strategie und diesen klaren, regelbasierten Trading-Plan habe, dann geht es darum, das Ganze natürlich entsprechend meinem Plan, meinen Regeln auszuführen. Das heißt, dafür ist dann der vierte Schritt notwendig, den Trade ausführen, den Trade fehlerfrei ausführen. Das heißt, ja, da stelle ich mir die Frage, wie kann ich Ein- und Ausstiege gemäß dem Tradingplan mit dem Trade Management fehlerlos ja, durchführen. Für all diejenigen, die heute mit dabei sind, gibt es dazu Fragen, Unklarheiten, Dinge, die ich vielleicht nochmal erklären kann, soll? Vielleicht ein kurzes Feedback. Wenn alles soweit klar ist, würde ich dann in die Praxis reinspringen und dann schauen wir uns das Ganze, ja, die ganze Theorie, die hier auf der Folie komprimiert zusammengefasst ist, dann in der Praxis anhand der Charts an. Traut euch ruhig, wenn irgendwas unklar ist, fragt. Dafür ist das Webinar da, dafür ist es interaktiv. Es gibt keine bessere Gelegenheit, schnell Antworten auf seine Fragen zu bekommen. Also ich sehe, soweit gibt es keine Fragen. Ich schaue auch immer wieder drauf, ob es dann Fragen dazukommen. Dann würde ich sagen, springen wir rein in die Charts und schauen uns das Ganze methodisch auch in der Praxis dann an. Mit dem Ziel natürlich, ja, verborgene Renditechancen am Devisenmarkt zu entdecken und zu nutzen. Gut, dafür tausche ich mal schnell das Bild. Hol meine Charts und wechsle auf den Desktop-Modus. Jetzt solltet ihr die Charts sehen. Vielleicht ein kurzes Feedback, ob ihr die Charts alle oder ob ihr die Chartdarstellung seht.
Alles klar, Willi, danke. Gut. Dann, was habe ich mitgebracht? Ich denke, ich fange damit an, wo wir letztes Mal eigentlich im Prinzip auch aufgehört haben, um das Ganze dann auch wie so eine Geschichte fortzuführen, was sich dann im Chart abspielt. Wir hatten uns letztes Mal den neuseeländischen Dollar, US-Dollar angeschaut, wie hier auch im Tageschart hier zu sehen. Und ja, für die, die neu mit dabei sind, am Anfang sieht es natürlich alles wie ein ganz normaler Kursverlauf aus, hier im Kerzenchart. Und mit ein bisschen Know-how, ein bisschen Fachwissen über Trend, wie sich ein Trend zusammensetzt, über ja, Unterstützungszonen und Widerstandszonen, wie ich diese bestimmen kann. Wenn ich mir die Arbeit mache, dann ist das das Ergebnis letzten Endes von dem ersten und zweiten Schritt. Beziehungsweise ja, hier hauptsächlich vom ersten Schritt, das heißt Trendbestimmung. Hier erstmal ganz klipp und klar, wir haben hier mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs bis Mai diesen Jahres einen ganz klaren Abwärtstrend, den wir dann durch eine impulsive Bewegung nach oben mit höheren Hochs gegenüber der letzten tieferen Hochs ganz klar gebrochen haben. Und gibt schon einen Aufwärtstrend? Naja, ich würde sagen, nein, aus Tagessichtchart, aber wir haben einen Trendbruch. Wir haben aktuell, meiner Ansicht nach, sind wir im neuseeländischen Dollar, US-Dollar übergeordnet im Tagessichtchart neutral. Und das zur Trendbestimmung. Soweit klar? Also fragt auch ruhig, hakt da sofort ein, wenn irgendwas unklar ist. Gut, das heißt, wie letztes Mal auch analysiert, sehe ich dann folgende Widerstandszonen, nämlich einmal die rote Linie hier oben. Das ist ja der nächste Schritt. Nach der Trendbestimmung bestimmen wir Widerstandszonen und Unterstützungszonen auf Basis der letzten Hochs. In dem Bereich haben wir das eben an mehreren Tagen dieses Preislevel getestet, konnten es nie durchbrechen und sind immer wieder dort abgeprallt. Das gleiche natürlich auch schon viel, viel weiter vorher. Und daran sehe ich natürlich, daran mache ich fest, dass das ja, ein potenzielles Widerstandslevel ist, was in der Vergangenheit auch schon so war. Und da liegt das Indiz natürlich klar, dass es auch in diesem Fall wieder so sein könnte. Ob es genau so ist, weiß ich nicht, aber na, das kann ich schon mal einzeichnen und kann darauf vorbereitet sein. Und ja, wie gesagt, analysiert habe ich, die letzten tieferen Hochs sind mit dieser impulsiven Bewegung von Mitte Mai weg gebrochen worden. Wir sind in einem nach oben gelaufen und haben die letzten Hochs im Bereich ja, 0,73, 34, 0,73, 35, sowas in dem Bereich eben getestet. Und man sieht auch hier, ich zoome da mal rein, ruhig. Wir sind hier in diesem Bereich hier einmal, zweimal, dreimal gescheitert und wie erwartet eigentlich auch fast schon und sind dort, haben dort dann eine korrektive Bewegung nach unten gesehen von diesem Widerstandslevel. Ja, und deswegen ist es auch wichtig und dieses Wissen zu haben und auch diese Sicht der Dinge drauf zu haben, wo denn potenziell Widerstand ja, im Markt, auf welchem Preislevel Widerstand zu erwarten ist, weil dann kann ich natürlich planen, dann kann ich mich natürlich darauf vorbereiten und kann sagen, okay, das könnte ein potenzieller Umkehrpunkt sein im Markt und jetzt brauche ich im Endeffekt nur noch eine Trading-Strategie, auf Basis dessen ich dann auch letzten Endes einen Einstieg finden kann und klar definierte Ausstiege finden kann. Aber erstmal ist klar, okay, da kann es zum möglichen Widerstand kommen und ich sehe jetzt hier eine korrektive Bewegung nach unten. Aber
Trotzdem bleibt genauso auch festzuhalten, dass diese Bewegung hier diese sehr impulsiv war. Warum war die impulsiv? Naja, weil wir für die gleiche Preisdistanz, wenn wir das vergleichen zu dem von der Abwärtsbewegung hier, die gleiche Preisdistanz nach oben, haben wir viel in einem viel kürzeren Zeitrahmen durchlaufen, als was wir gebraucht haben, um es hier zu durchlaufen. Das ist für mich impulsiv. Daran mache ich das auch ganz klar fest. Und deswegen suche ich natürlich jetzt in diesem Fall in untergeordneten Zeiteinheiten Einstiegsmöglichkeiten auf der Long-Seite. Übergeordnet haben wir gesagt, sind wir neutral. Das heißt, Trend ist gebrochen, Trend ist neutral, Seitwärtstrend. Und jetzt überlege ich mir an dieser Stelle, wo kann ich potenziell denn Long in den Markt einsteigen. Und dort ist natürlich wichtig, Long suche ich da, wo potenziell Unterstützung kommen kann im Chart. Und hier grün eingezeichnet, ich markiere es auch mal schnell. Ja, ich lösche das raus. Hier diese grüne Linie, ja. Das sehe ich halt hier drüben. Da haben wir in der Vergangenheit Widerstand gesehen. Über mehrere Tage hinweg. Auch hier war es wieder Widerstand, Widerstand. Widerstand, bis er dann durchbrochen worden ist. Dann wurde das Ganze hier zur Unterstützung. Und das ist ein markantes Preislevel für mich. Deswegen. Und deswegen rechne ich auch da wieder mit Unterstützung. So, also ich weiß, ich will Long einsteigen. Dann suche ich mir ein Preislevel raus, wo potenziell Unterstützung kommt, Kaufnachfrage kommt, um eben mit Rückenwind dann vom Einstieg weg diesen Umkehrpunkt zu treffen, um dann eine Bewegung zu reiten in Richtung meiner Gewinnziele. Das ist so die Grundüberlegung. Und das ist erstmal komplett unabhängig von dem, was ich für eine Trading-Strategie fahre. Also davon könnt ihr unabhängig davon profitieren, was ihr persönlich dann handelt. Gut, das heißt, ist natürlich jetzt eine Trade-Nachbetrachtung, ist klar, der Trade ist schon gelaufen, aber potenziell, und man kann da viel draus lernen, und das möchte ich jetzt im ersten Punkt machen, euch das mitzugeben. Das heißt, potenziell suche ich natürlich nach einer Einstiegmöglichkeit in diesem Unterstützungsbereich. So im Tageschart tue ich mir das natürlich jetzt schwierig, da was zu erkennen. Das heißt, mein nächster Punkt ist, ich springe eine Zeiteinheit runter in den 4-Stunden-Chart und schaue, ob ich da mehr sehe. So, ich ziehe das Ganze mal auf. So, da sehen wir auch nochmal, wo wir uns befinden, ist an diesem Widerstandslevel, was wir vorhin eingezeigt haben. Da haben wir die Bewegung nach unten erwartet, die dann eingetroffen ist. So, und da der impulsive Move nach oben kam, über die letzten Wochen wollen wir auch wieder Long einsteigen und suchen natürlich ein erstes Long-Einstiegslevel. Hier markiert grün ist dieses potenzielle Unterstützungslevel und dann suche ich natürlich genau dort gemäß meiner Trading-Strategie nach einem Einstieg. Und ja, in dem Fall hatten wir Glück, dass genau dort auch ein harmonisches Muster komplettiert wird. Ein sogenanntes Gartley-Muster. Und jetzt kommen halt viele Faktoren zusammen. Einmal der statistische Vorteil von einem harmonischen Muster. Das heißt, ich habe eine Trefferquote größer 50%, dass eine Bewegung in Richtung meiner Gewinnziele kommt. Von hier weg. Und zugleich kommt der zweite Teil von der positiven Gewinnerwartung von einem Trading-System, dass ich halt ein Chance-Risiko-Verhältnis habe von größer 1. Na, ist das jetzt auch wirklich der Fall? Das überprüfen wir jetzt. Das hängt natürlich jetzt von meinen Gewinnzielen ab. Das heißt, um meine Gewinnziele zu bestimmen, nutze ich die Fibonacci-Werkzeuge. So, und habe hier meine zwei Gewinnziele, also meine potenziellen Ausstiege. So, und jetzt überprüfe ich aber vorneweg, bevor ich noch irgendwas mache, ob ich auch ein positives Chance-Risiko-Verhältnis habe, das mir diesen Gewinnvorteil gibt.
So, und da habe ich auch ein ganz nettes Tool im Trading View. Das kann ich jetzt ganz einfach überprüfen. Ich muss die Magnetfunktion rausnehmen, dann geht's gut. So, dann sehe ich halt hier, hier ist der Einstieg. Gehe ich auch gleich weg. Also, für die, die es zum ersten Mal sehen, ich beschrifte es auch ganz kurz, dann ist es eindeutig. Also an dieser Stelle ist mein Einstieg. Dort ist dieses harmonische Muster komplettiert. Mein Gewinnziel 1 ist an dieser Stelle. Mein Gewinnziel 2 ist hier oben an dieser Stelle. Ich zeige das auch gleich nochmal ein. Mit der zweiten Position. Da kam auch die Frage per Mail, die letzten, der vorgestern kam es von jemand, der das Testabo abgeschlossen hat. Ist, glaube ich, auch heute mit dabei. Ja, ja, wir handeln zwei Teilpositionen. Er meint, aus anderen Signaldiensten kennt das eben nur, dass eben eine Position gehandelt wird. Wir handeln zwei hier auf Trading for Freedom. Auch hier nochmal kurz die Erklärung für alle. Wir handeln deswegen zwei, weil wir nach dem Motto handeln, Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. Das heißt, wenn wir richtig liegen, dann wollen wir mit einer Teilposition auch diesen Gewinn laufen lassen. Und das wiederum gibt uns über das Trading-System, über die gesamte Anzahl der Trades eben eine höhere Rendite. Kann man sich auch leicht vorstellen, wenn man sich überlegt, ich zeige auch mal hier die zweite Teilposition ein, visualisiere das Ganze mal. Ich würde an der gleichen Stelle einsteigen, den Stopp auch an der gleichen, den Stopp-Loss an der gleichen Stelle haben, wie bei der ersten Teilposition, nämlich hier unten. Und habe dann quasi für die zweite Teilposition ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,84, wie ihr hier seht. Und für die erste Teilposition ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,79. Insgesamt sind es dann ca. 2,3 an Chance-Risiko-Verhältnis und gepaart mit mit einer Trefferquote, was das Guardly angeht, von ca. 56%, da rechnet sich eben dieser Gewinnvorteil, von dem ich immer rede, um das einfach auch irgendwie greifbar für euch zu machen. Auch in diesem Beispiel noch, Beispiel nochmal aufgeführt. Gut. Ja, und dann geht es darum, letzten Endes genau dieses, jetzt haben wir es quasi, wir haben uns einen Überblick verschafft, wir haben uns einen Ausblick verschafft, wir haben gesagt, okay, wir erwarten hier mit einem, wir können hier mit einer Korrektur erwarten. Ich weiß aber auch, ich möchte in Richtung der impulsiven Bewegung irgendwo einen Einstieg finden. Ein möglicher Einstieg wäre da, an diesem Level, wo wir Unterstützung identifiziert haben, mögliche Unterstützung identifiziert haben. Und auf Basis unserer Trading-Strategie haben wir auch die Möglichkeit, mit einem Gewinnvorteil einzusteigen an dieser Stelle. Und wie man hier sieht, ja, sieht man auch die Mächtigkeit von diesen harmonischen Mustern. Und das ist immer wieder verblüffend, auch für mich jetzt nach so vielen Jahren, wie ich sie handle, wie gut da diese Umkehrpunkte eben im Chart getroffen werden können. Ist natürlich ein Spiel der Zahlen, es passiert nicht immer. Sicherheiten gibt es da keine. Aber beschert eben diesen besprochenen Gewinnvorteil. Und genau, und dann geht es darum zu entscheiden, können wir da aktiv werden? Ja, wir können aktiv werden, wenn ein harmonisches Muster in diesem möglichen Unterstützungsbereich komplettiert, vervollständigt wird. Und dann geht es das Ganze eben durchzuführen. Das heißt, ich bestimme meinen Einstieg, bestimme meinen Stop-Loss, bestimme meine Gewinnziele. Und für diejenigen, die neu mit dem Signalservice mit dabei sind. Das kriegt ihr alles genau per E-Mail beziehungsweise in die Community reingestellt. Und dann geht es nur noch ja, in die Trader Workstation oder in eure Handelsplattform entsprechend einzugeben und umzusetzen. Und ja, soweit zur Erklärung. Gibt es dazu Fragen, was diese Vorgehensweise jetzt in die Praxis übergeführt angeht. Also die Prozessschritte identifizieren, prognostizieren, entscheiden und ausführen. Kurz auch IPA.
Okay, Willi sagt nein. Vielleicht ich warte noch kurz. Was sagen die anderen? Vielleicht ist noch jemand in der Frage. Amanda sagt auch, nö, alles gut. Okay, wunderbar. Dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter und was habe ich denn noch Schönes für euch? Habt ihr einen Wunsch? Kann man mal so. Also ich habe schon noch was vorbereitet, aber vielleicht habt ihr auch ein Devisenpaar oder einen Markt, den ihr genauso analysiert haben wollt. Wir sind ja flexibel und ich gehe gerne auf eure Wünsche ein. Von dem her, ja, wenn ihr einen Markt habt oder einen Index habt oder was auch immer, raus damit. Schauen wir uns das Ganze an. Bin mal gespannt, was kommt an Idee. Von Jens sagt das Cervantes. Willi, US-Dollar, japanischer Yen kommt nachher noch. Habe ich vorbereitet. Aber Cervantes hat einen Pound-Yen. Schauen wir uns an. So, wie ihr seht, ich habe das immer hier mit zwei Layouts am Laufen. Einmal links. Kann ich mir das Ganze. Schaue ich mir das meistens im Tageschart an. Dann werfen wir uns mal einen Überblick. Schauen wir uns mal an, wie das hier ausschaut. Eine spezielle Frage, Cervantes, oder nur den Prozess nochmal durchgespielt im Fundieren? Alles klar. Passt. Ja, gut. Vielleicht auch noch mal eine Nummer höher. Ah ja, Wochenchart. Wunderbar. Überblick, Stichwort. Also identifizieren, Überblick bekommen. Gut. Wir haben hier übergeordnet, ach, von, was ist das? April 2015. Ja, genau, Mai 2015. Links oben nach rechts unten. Ich glaube, das ist jedem klar mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs, dass wir hier uns in einem Abwärtstrend befinden. Ich habe das Ganze auch mal violett dargestellt. Befinden uns hier von September 2016 weg im Wochenchart in einer Korrektur und die jetzt seit Anfang oder Ende 2017, Dezember 2017, wie man auch hier sieht, ich habe hier mal eine andere Farbe benutzt, nämlich Azure, die in eine Seitwärtskonsolidierung mündet. Also übergeordnet im Wochenchart ganz klar Abwärtstrend und seit Ende 2016 und jetzt im Bereich 2017, die letzten 6, 7 Monate, sind wir in der Seitwärtskonsolidierung. Das sieht man auch dann ganz gut, wenn man in den Ecke runterspringen in den Tageschart und ich da mal ein bisschen reinzoomen, mal rauszoomen, so rum. Ja, dann sehe ich eben, ich lösche die dann auch wieder. Ich nehme mal schnell die Bereiche. Einmal hier oben sind wir jetzt 1, 2 und zum dritten Mal angedockt und haben den Bereich getestet und einmal hier unten. Das ist so der Korridor. Ich nenne es mal grün, von dieser Seitwärtsbewegung. Und Seitwärtsbewegung oder Konsolidierung oder Seitwärtstrend, das ist, wenn wir hier quasi pendeln zwischen einer Widerstandszone und einer Unterstützungszone. Das heißt, im Tageschart sehe ich das Ganze über die letzten Monate hinweg in der Seitwärtskonsolidierung, habe ich keine Trendrichtung in dem Sinn. Übergeordnet down, also Abwärtstrend. Und das heißt, ich würde jetzt hier, da wir jetzt da oben, ja, machen wir es nacheinander. Das heißt, ich würde auch hier jetzt Folgendes machen, wie ich es schon eingetragen habe.
Ich habe hier oben natürlich die erwartete Widerstandszone. Die nächste Widerstandszone, sollte die gebrochen werden, sollten wir aus dieser Seitwärtsrange ausbrechen. Ja, dann mache ich schon im nächsten Schritt einen Ausblick. Ich nehme das jetzt gleich mit rein. Dann ist das Potenzial, dass wir hier, dass der Deckel gelupft ist und dass wir hier Raum haben und Luft haben bis 152 in die Richtung der letzten Tiefs hier drüben. Also ich markiere das auch nochmal kurz hier. Ja, hier. Und das sehe ich als nächstes Widerstandslevel an dieser Stelle. Dann haben wir Raum hier hoch. Also sollte das gebrochen werden, dann können wir hier mit einer doch recht flotten Bewegung nach oben rechnen. Hingegen hält das Widerstandslevel hier und so wie jetzt aktuell das zu sehen ist, zoomen wir da mal rein. Und übergeordnet weiß ich, dass der Trend abwärts gerichtet ist, versuche ich natürlich Short in den Markt reinzukommen. So, an dieser Stelle, wir hatten es versucht am Anfang der Woche mit einem Short Setup, wo wir ganz knapp leider nicht reingekommen sind. Die Bewegung kam nach unten. Unser Setup ist leider nicht mehr ganz knapp nicht ausgeführt worden. So müssen wir jetzt einfach warten und überlegen, naja, wie kommen wir da vielleicht nochmal Short rein? Weil die nächste Unterstützungslinie sehe ich erstmal hier unten. Also da haben wir Luft hier runter bis auf 1,44 in die Gegend mit dem potenziellen, wie ich es auch hier eingezeichnet habe, mit dem potenziellen Bewegung wieder nach oben, um die Hochs nochmal zu testen. Sollten wir dieses Level bei 100, bei 144 brechen nach unten, dann sehen wir die nächsten Unterstützungen bei 142,50 oder dann hier unten bei 140 und 138,70 rum. Dafür sind die Unterstützungslinien, die ich hier eingezeichnet habe, ja, als Hilfestellung, sage ich jetzt mal. Okay, also ich bin jetzt hier im Tageschart, springen wir hier mal in den 4-Stunden-Chart runter. Da sehe ich das gleiche Bild natürlich, nur ein bisschen hineingezoomt jetzt natürlich. So, so ergibt sich das Bild dann im 4-Stunden-Chart. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wo ich sage, okay, den erwarteten Widerstand hier oben habe ich gesehen. Ich bin hier leider nicht reingekommen. Gibt es hier eine neue Möglichkeit, auf der Short-Seite einzusteigen? Das wäre jetzt die aktuelle Situation. Wären wir jetzt hier unten in der Nähe von dem nächsten Unterstützungslevel, dann würde ich potenziell nach einer anderen Möglichkeit im 4-Stunden-Chart Ausschau halten. Weil da sehen wir im 4-Stunden-Chart, ich zeichne das mal miteinander, vielleicht mal mit Gelb ein, im 4-Stunden-Chart sind wir hier ganz klar in einem Aufwärtstrend. Und auf 4-Stunden-Basis, Tagesbasis weiß ich, ist seitwärts, habe ich dann die Möglichkeit auch natürlich Long einzusteigen. Aber präferiert, weil übergeordnet im Wochenchart wir abwärts sind, versuche ich jetzt hier an dieser Stelle hier oben erstmal Short reinzukommen. Ist das soweit klar von der Fallunterscheidung? Also ich kann sowohl hier im 4-Stunden-Chart, wenn ich an einer anderen Stelle wäre, könnte ich genauso nach Long-Einstiegsmöglichkeiten schauen. Jetzt sind wir aber noch nicht hier unten im Bereich des ersten Unterstützungslevels, sondern immer noch hier oben im Bereich des größeren Widerstandslevels. Also versuche ich natürlich, wenn ich weiß, übergeordnet im Wochenchart bin ich short, also ist es ein Abwärtstrend. The Daily ist in der Seitwärtskonsolidierung. Ist natürlich mein präferierter Einstieg ist hier oben in dem Bereich natürlich short. So. Nun, Trading-Strategie, also überlegt habe ich es, ich bin vorbereitet, ich möchte hier oben in dem Bereich Short einsteigen. Sollte der Kurs nicht mehr hier hochgehen, sondern hier nach unten gehen, dann kann ich mir hier überlegen, wie ich ob und wie ich Long einsteigen kann. Also im Bereich 144. Aber nehmen wir Fall 1, ich will präferiert, also meine erste Wahl wäre ein Short. Wo könnte ich jetzt Short einsteigen? Dafür würde ich jetzt nochmal eine Ebene runtergehen in den Stundenchart und würde mir das Ganze mal
in etwas größerer Form und Darstellung anschauen. So, und ich glaube, ihr merkt jetzt auch, wie wichtig halt dieser Überblick ist, dass ich weiß, okay, nach was suche ich denn jetzt eigentlich? Soll ich jetzt long gehen oder soll ich short gehen? Suche ich nach Short-Möglichkeiten? Ja, deswegen ist dieser Analyseprozess so wichtig. Aber von so wenigen wird er leider gemacht. Die meisten haben nur den Fokus auf eine bestimmte Trading-Strategie. Und als ich angefangen habe, nach den Mustern zu traden, das ist vielleicht das kurze Einschub von meiner Erfahrungsseite her. Ich habe auch erstmal unabhängig von irgendwelchen Trendrichtungen, von irgendwelchen Unterstützungszonen und Widerstandszonen einfach nur Muster gesucht. Das funktioniert schon auch. Aber ist bei weitem nicht so erfolgreich, als wenn ich halt diese zwei Schritte identifizieren und prognostizieren. Mit in meinen Analyseprozess, mit in meinen Trading-Prozess integrieren. Ja. Deswegen machen wir das. Deswegen ja, würde ich es euch ans Herz legen, eben das mit auch für eure Analyse zu integrieren. Es verschafft euch einfach einen Informationsvorsprung. Nutzt den. Das erhöht nur eure Gewinnchance. Gut, also wir sind hier im Stundenchart. So, und wenn wir uns das Ganze hier anschauen und einen Stundenchart analysieren, sehen wir ja Folgendes. Ich nehme das Gelbe hier mal raus kurz. Hier der rote Kreis von letzten Webinar ist noch eingezeichnet. Hier in dem Bereich ist mit Widerstand gerechnet worden. Ist passiert. Unsere Prognose ging auf. So, wie können wir aber jetzt, eine Prognose an sich ist ja schön, nett und recht, aber ich will ja eine Gewinnchance rausarbeiten. Wie kann ich das jetzt machen? Gut. Das heißt, wir schauen uns mal kurz an, wie ist denn aktuell die Situation im Stundenchart? Dafür auch kurz eine Trendanalyse. Wenn wir es hier anschauen, die Bewegungen, die letzten, die zeigen ganz klar nach oben. Wir haben jetzt hier nicht mehr über dem, ich zeichne das auch hier mal kurz ein, ja. Das ist das letzte Hoch hier. Und hier seht ihr die Dochte hier in dem Bereich. Ja, wir haben hier nicht mehr über diesem Hoch geschlossen. Also ich kann da auch mal Scan einzeichnen. So. Ja, ihr seht hier ganz genau, wir haben hier keinen Schlusskurs mehr über dem letzten Hoch bekommen. Das heißt, im Endeffekt ist es ein Doppelhoch oder ein Double Top auf Englisch. So, und von dort aus sind wir dann, haben eine korrektive Bewegung gesehen. Und das ist das Entscheidende, was jetzt hier kommt auf Stundenbasis. Ich zoome da auch mal rein. Auf Stundenbasis sind wir hier, haben wir hier einen Trendbruch erlebt. Trendbruch, warum? Weil wir hier unter diesem Hoch unter dem letzten Tief, Entschuldigung, geschlossen haben in dem Bereich. Markiere das auch mal hier. So. Ja, seht ihr das? Hier ist der erste Schlusskurs an dieser Stelle, wo ich das X platziere. Mit dieser Kerze. Wir schließen drunter. Wir haben hier einen ganz klaren Trendbruch. Dann sehen wir einen kleinen Pullback an dieses letzte Level hier hin. Und von dort aus startet dann die nächste Bewegung nach unten. Und wir schließen hier auf diesem Level. Und wenn wir das wiederum sehen, das ganz kurz wieder aus. So, dann haben wir sogar unter diesem Level hier hinten geschlossen. Und das ist auch ein Hauptlevel. Ich ziehe das auch gerne mal rüber in dem Bereich. Hier hin. Also es ist hier oft getestet worden auf Stundenbasis und selbst das haben wir durchbrochen. Das heißt, auch hier übergeordnet will ich im Abwärtstrend. Ich suche hier oben eine Short-Einstiegsmöglichkeit. Auch in der Stunde bestätigt mir das Ganze, weil wir eben Trendbruch haben. Und jetzt von dieser impulsiven Bewegung hier nach unten aktuell eine Korrektur am Laufen haben. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich jetzt da
möglicherweise aktiv werden auf der Short-Seite. Dafür kommen die Messwerkzeuge zum Einsatz. Ich nehme das mal aus, sonst nicht, dass es zu unübersichtlich wird. Ja, das heißt, Fibonacci-Tools, ich messe die letzte Bewegung von hier oben nach hier unten. Und schauen wir das Ganze mal an. So. Und jetzt sehe ich hier zwei Punkte. Und zwar einmal diesen hier. Das hier raus. Genau. Das entscheidende Punkt. So. Da. Und einmal den Punkt hier. So, und ich sehe schon, worauf der Zervantes hinaus will. Es gibt hier möglicherweise eine Einstiegsmöglichkeit. Genau. Und zwar in Form eines sogenannten Bad Patterns oder Bad Muster. Das heißt, ich habe hier oben mein X, hier unten mein A, ich markiere es gleich nochmal und würde hier potenziell so aktueller Stand der Dinge, ja, hier oben. Eine Einstiegsmöglichkeit finden. Also genau hier. Das wäre mein Einstiegslevel, mein potenzielles, wenn dieses Muster hier oben vervollständigt wird. Warum? Naja, ist im Bereich der letzten Hochs, wo wir den Widerstand gesehen haben. Hier oben drüber habe ich eben Widerstandslevel identifiziert. Und den Trendbruch auf Stundenbasis haben wir eben gesehen. Befinden uns aktuell in der Korrektur. Also spricht alles dafür, dass wir die Ampel auf grün haben, was den Short im Stundenchart angeht. Wir haben hier ja, konkretes harmonisches Muster, das möglicherweise, muss ich dazu sagen, hier oben komplettiert, vervollständigt wird, haben wir unseren Gewinnvorteil, der aber jetzt noch nicht ganz abgeschlossen ist. Was brauchen wir noch dafür? Was fehlt noch? Den Einstieg haben wir jetzt. Ich markiere den auch mal hier. Was fehlt noch? Na. Und was zeichnet auch das Trading-System von Trading for Freedom letzten Endes aus? Ja, dass wir nicht nur den Einstieg haben und wissen, wo wir einsteigen, sondern ganz, ganz wichtig auch, wir wissen vorneweg schon, wo unsere Ausstiege sind. Das heißt, ich steige nicht irgendwann in den Markt ein und dann überlege ich mir, wo ich aussteige, denn nee, ich weiß das vorneweg. Und darüber definiere ich auch ganz klar mein Chance-Risiko-Verhältnis. Jetzt machen wir es auch in dem Fall nochmal durch. Ja. Das heißt, ich habe hier, markiere das auch mal, zeige das ein. Erstmal muss ich natürlich von den Trading-Regeln, da schaue ich meinem Regelwerk jetzt nach. Und ich weiß, weil das Ganze backgetestet ist, wo ich meine Gewinnziele hinlege, damit ja, die eben auch nachweislich funktionieren. Und mir diesen Gewinnvorteil eben geben. So, damit es nicht zu unübersichtlich wird, nehme ich hier mal das Level hier raus. Hier unten grün eingezeichnet sind meine Gewinnziele. Deutlicher mache ich es auch nochmal mit dieser Markierungshilfe hier. Ja, rot eingezeichnet. Mein rotes Rechteck ist mein Risiko. Vom Einstieg weg bis hier oben hin, da lege ich meinen Stop-Loss. Also da ist Ausstieg 1 im Verlustfall. Ganz klar vorneweg definiert. Und hier ist mein Ausstieg 1 im Gewinnfall, hier auf diesem Level.
Chance-Risiko-Verhältnis für die erste Teilposition, in dem Fall 1,38. Super, also Haken dahinter. Und von der Trefferquote her weiß ich, liege ich irgendwo, je nachdem, jetzt glaube ich in dem Fall bei 59% von dem Bet-Muster im Pfund Japanese Yen. Und ja, auch grüne Ampeln. So, wir handeln zwei Positionen, weil wir Gewinne laufen lassen wollen, wenn wir richtig liegen. Das heißt, zweite Position hier unten im Ausstieg im Gewinnfall und hier oben natürlich der Stop-Loss ganz klar auch vordefiniert. Auch wenn man die beiden Rechtecke sich nochmal gegenüberstellt, das Rote ist deutlich kleiner wie das Grüne. Man sieht es auf den ersten Blick. Konkret heißt es hier ein Risk-Reward-Ratio oder Chance-Risiko-Verhältnis von 2,23. Wenn man jetzt beide kombiniert, ja, dann rechne ich 1,38 plus 2,23, dann bin ich bei 2,61, also 1, in durchschnittlich 1,8 Chance-Risiko. 3,61, 1,8. Ja, passt. Kopfrechnen. So, okay. Also, haben wir hier. Vielen Dank an Cervantes. Das, was in der Community gibt wird mit Trading-Ideen und Trading-Signalen auch von anderen, Trading-Ideen auch von anderen, die in der Community unterwegs sind. Das wird auch hier im Webinar gelebt, finde ich klasse. Und das ist doch das, was unsere Trading Community, die Freedom Trading Community auszeichnet, dass wir uns halt, dass wir Ideen reinstellen, dass wir auch uns gegenseitig dann überprüfen, ob das regelkonform ist, ob man was übersehen hat. Und in diesem Falle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, danke dir für den Hinweis. Ja, haben wir hier ein mögliches Short Setup im britischen Pfund Japanese Yen mit einem tollen Chance-Risiko-Verhältnis anhand von einem Bad-Muster. Und finde ich klasse, was wir jetzt erwarten. Ist halt, dafür müssen wir halt jetzt einfach, was noch fehlt, ist halt Folgendes, und das ist, was ihr auch mitbekommt mit den Signalen. Ich gehe da immer wieder ein bisschen drauf ein, weil ich weiß, es sind einige dabei, die dieses Test-Abo aktuell haben, und ich möchte einfach, dass ihr so wenig wie möglich Fehler macht, deswegen gehe ich da jetzt drauf ein. Ihr kriegt dann auch eine Bedingung mitgeschickt, die ist im Chart mit eingetragen, mit angezeigt. Diese Bedingung sagt eigentlich Folgendes. Das heißt, jetzt in diesem Fall wäre die Bedingung wahrscheinlich, ja, wäre hier. Das heißt, wenn ich zeige es hier mal so ein. So. Ich weiß jetzt an dieser Stelle nicht, ob dieses Muster hier oben komplettiert wird oder nicht. So, als Berufstätiger oder als jemand, der nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen möchte, stellt sich natürlich jetzt die Frage, okay, jetzt habe ich so eine Trading-Chance, so eine Trading-Gelegenheit. Kann ich dir jetzt schon überhaupt in die Trader-Workstation auf meine Handelsplattform, kann ich dir eingeben? Oder muss ich da erstmal abwarten und abwarten und abwarten und genau diesen Punkt eben erreichen und abpassen und dann am Rechner sein, wenn dieses Muster komplettiert wird? Nee, natürlich nicht. Ich habe die Möglichkeit, wie auch in dem Videokurs, im fünfteiligen auch aufgeführt, jetzt schon die Orders komplett in die Handelsplattform einzugeben. Weil ich Folgendes sagen kann. Und diese Bedingungen kann ich damit reingeben. Sollte dieser Kurs, ich zeichne das jetzt hier mal mit ein, wir befinden uns aktuell an dieser Stelle hier, sollte der Kurs nicht nach oben in Richtung oder zu unserem Einstieg laufen, sondern von hier aus nach unten abdrehen, was ja durchaus passieren kann, weil ich habe keine Glaskugel, ich weiß nicht, was passiert. Aber ich kann mich darauf vorbereiten. Dann ist bei diesem Level hier dieses Trading-Signal ungültig, dieses Muster einfach ungültig. Warum? Weil es
dann theoretisch auch ein Gartley-Muster, wie der Cervantes vorhin schon geschrieben hat, eben sein könnte. Was natürlich einen neuen Einstieg nach sich zieht und neue Ausstiegslevels nach sich zieht. Das heißt, dann ist dieses Bad-Muster nicht mehr gültig und dann will ich auch nicht mehr marktaktiv sein. So, das heißt, nochmal zurück, ich kann die Orders ganz normal eingeben in meine Handelsplattform und kann die aber mit einer Bedingung versehen, das heißt, die auch mitgeschickt wird natürlich mit den Signalen. Und in dem Fall wäre es jetzt die Bedingung, wenn Kurse unter diesem Level, unter 145,84 stattfinden, ohne dass unser Einstieg hier oben bei 147,48 erreicht worden ist, dann Orders löschen. Dann werden die Orders automatisch wieder aus dem System rausgelöscht. Das heißt, wenn das Signal ungültig wird, werden die automatisch die Orders rausgelöscht, ohne dass ihr am Rechner sitzen müsst. Und gleichzeitig gibt es ja auch diesen Fall dann. Der Kurs bewegt sich von hier jetzt Richtung unserem Einstieg. Ja, was passiert jetzt, wenn ich da jetzt nicht am Rechner sein kann, um die Orders einzugeben? Eben, du kannst sie jetzt eingeben. Und dann, ob wann auch immer dieser Einstieg getriggert wird, ob in der Nacht oder in der nächsten Früh oder wann auch immer, bist du dann und verpasst diesen Einstieg nicht, bist du automatisch dann mit aktivem Markt drin. Und auch nicht. Und zwar mit ganz klar kontrolliertem Risiko, weil du hast deine Ausstiege ganz klar definiert. Die werden gleichzeitig dann mit dem Einstieg aktiviert. Das heißt, bist du eingestiegen, wird automatisch dein Stop-Loss-Level aktiviert, deine Order aktiviert und gleichzeitig deine Gewinnziel-Order aktiviert. Und dann kommt dann oft die Frage, ja, was passiert, wenn das Gewinnziel erreicht wird? Was passiert dann mit meiner Stop-Loss-Order? Naja, die wird natürlich, weil sie zusammenhängend sind, automatisch gelöscht. Und dann, wie geht es weiter, weil du ja mit zwei Positionen handelst? Naja, sollte dann der Kurs weitergehen Richtung zweites Gewinnziel und sollte das erreicht werden, dann passiert das Gleiche. Aber an dieser Stelle wird Folgendes auch noch gemacht. Sollte Gewinnziel 1 erreicht werden, dann wird das Risiko von der zweiten Teilposition automatisch minimiert, weil wir dann die Stop-Loss-Order auf Einstand nachziehen. Und auch das lässt sich über die Adjusted Stop-Order-Funktion von der Trader Workstation eben automatisch installieren und implementieren. Auch dafür muss keiner manuell am Rechner sitzen und eingreifen. Und deswegen finde ich die Trader Workstation eben so klasse als ganz klare Profi-Handelsplattform, weil es eben genau diese Funktionen bietet, um Trading auch für vielbeschäftigte, für Leute, die nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen wollen, einfach auch in den Alltag integrierbar macht. Ja, und da ist nicht jede Handelsplattform dafür geeignet. Genau. Gut. Cervantes, Dankeschön nochmal. Klasse. Die Frage an den anderen, ist es soweit klar? Gibt es da noch Fragen auch zu diesem konkreten, zu dieser konkreten Trading-Gelegenheit? Also damals wirklich alles durchgemacht. Ich kann es auch, wenn ihr Interesse daran habt, können wir diese auch, wenn das Interesse da ist. Ich habe einen Demo-Account, die Handelsplattform offen. Sollen wir die konkrete Trading-Idee da auch eintragen, damit ihr den Prozess in der Handelsplattform seht? Ist dein Interesse da? Dann mache ich das gerne. Also, perfekt, das sind doch schon mal 3 Jahre. Gut, dann spielen wir das Ganze doch durch. Dann machen wir es von A bis Z. Wunderbar. So, gut, dann brauche ich noch kurz Folgendes. Ich rechne ganz kurz aus. Und zwar mache ich parallel. Der Trade ist bestätigt. Ich gebe das kurz ein. Auch bei mir stehen die Excel-Tabelle. Wir sind hier im Pound-Yen. Haben hier ein Short-Setup, ein Bad-Muster im Stundenchart
So, Einstieg ist hier oben, ja, bei 147,48. Stop Loss ist hier oben bei 148,10. Ich mache das Ganze mal für einen 10.000-Euro-Account. Das heißt, 10.000-Euro-Account, Risiko 1%. Das heißt, ich setze für diesen Trade 100 Euro. So, was ich jetzt brauche, um die Positionsgröße zu bestimmen. Für diejenigen, für denen das unklar ist, schaut mal in den YouTube-Trading-Kanal von Trading for Freedom rein. Da ist es auch schon innerhalb von Webinaren erklärt. Auch die Einführung Forex, wenn euch das noch unklar ist, in was für einer Währung jetzt dieses Devisenpaar gehandelt wird oder das Risiko gehandelt wird. In dem Fall ist es die zweite Währung, der Japanese Yen. Darin wird das Risiko bemessen. Das heißt, ich brauche natürlich jetzt zur Umrechnung dieses Risikos den Euro-Yen-Kurs. So, den hole ich mir hier schnell rüber. Schauen wir das Ganze an. Der liegt aktuell bei 129. Hier, seht ihr das? Man kann es markieren. Hier. Genau. Also 129. So, damit ist klar, für die gesamte Positionsgröße habe ich 21.000, um eben genau in diesem Bereich hier, wenn ich falsch liege und ich ausgestoppt werde, dass ich genau diese 1% von den 10.000, also diese 100 Euro maximal verliere. Ja? Da ist meine Positionsgröße insgesamt 21.000. Ich fahre zwei Teilpositionen, hier die erste und hier die zweite. Das heißt, pro Teilposition wären das jetzt da 10. So, Gewinnziele. Erstes Gewinnziel ist hier bei 146, 64. Und das zweite Gewinnziel ist hier unten bei 146, 12. So, dann haben wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von, in dem Fall von 1,71. Also rote Ampel, grüne Ampel natürlich. Und ich weiß anhand von dem Bad-Muster mit der Trefferquote von 59%, haben eine positive Gewinnerwartung. So, da fehlt jetzt noch Folgendes, nämlich die Bedingung. Die haben wir ja angesprochen. Also wenn die Kurse das Einstiegslevel noch nicht erreicht haben, aber das Kurslevel von 145,84 unterschreiten oder erreichen, dann möchte ich die Orders löschen. Alright, dann würde ich vorschlagen, gibt es da noch Fragen jetzt zu dem Analyseprozess, zu dem ganzen Thema? Okay. Gut. Dann haben wir uns jetzt zwei Währungspaare im Detail angeschaut. Dank dem Zwand ist auch ein Währungspaar. Ich hätte sonst was anderes auch gehabt, aber auch hier ein Währungspaar mit einem konkreten Trading-Setup. Ich lasse das Ganze mal so eingezeichnet. Und greift es vielleicht nochmal im Devisenkompass am Wochenende auf. Für diejenigen, weil die Frage oft auch jetzt kam, kurz die Info, wie kann ich mich denn für den Devisenkompass anmelden? Also im Devisenkompass, jetzt vorneweg, so ein paar Fenster hin und her schieben. Letztes Mal vorgestellt, ganz kurz ein paar Worte zum Devisenkompass. Letztes Mal vorgestellt, ich habe super Feedback bekommen, freut mich natürlich, dass es bei euch ankommt. Kann
haben wir natürlich da auch einige Gedanken dazu gemacht. Und den Devisenkompass findet ihr im Trading for Freedom Blogbereich. Hier gebe ich den mit rein. Und der letzte jetzt vom Montag ist hier zu finden. Ihr klickt einfach drauf. Und ja, dann kriegt ihr den Devisenkompass eben in dieser Form dargestellt. Für die, die ihn noch nicht kennen, die heute neu mit dabei sind. Es geht darum, euch ja diesen Überblick, Ausblick und diesen Einblick auch zu gewähren. Ihr kriegt dargestellt die Impulsgeber aus der Wirtschaftsdatenfront oder von der Wirtschaftsdatenfront in der Woche. Was werden wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht und was könnte für den Devisenmarkt eben als Impulsgeber wirken? Kriegt hier links dann noch eine Übersicht, welche Währungspaare in diesem Devisenkompass behandelt werden. Und dann, wenn nicht ja, großartig zu verwunderlich, das gleiche System, die gleiche Methodik. Ja. Es geht los mit einem Überblick, dann mit einem Ausblick und dann mit einem Einblick. Und im Einblick wird halt ganz klar dann dargestellt, gibt es eine Trading-Chance, gibt es eine Trading-Gelegenheit oder sehen wir aktuell keine Trading-Gelegenheit. Und auch dort ja, diese methodische Vorgehensweise und diese Information vorab für euch am Wochenende bzw. am Anfang der Woche. Ich versuche es am Sonntag immer hinzukriegen. Gelingt mir nicht immer am Sonntag, aber spätestens Montagvormittag habt ihr den Devisenkompass dann online. Eben wo der ganze Prozess, wie jetzt im Webinar vorgestellt, auch diese Information, dieser Informationsvorsprung euch zur Verfügung gestellt wird mit Trend-, Widerstands- und Unterstützungszonen. Und wenn ihr diese Informationen für wertvoll erachtet und für eure Trading-Strategie hernehmen könnt, dann habt ihr hier eine super Möglichkeit, die euch jede Woche zum Wochenstart als Vorbereitung quasi hier eben zu konsumieren und hier die Informationen einzuholen. Für diejenigen, die gefragt haben, wie kann ich habe da nicht immer Lust, den zu suchen, ich möchte den automatisch in meinem, sobald er online ist, auch in meinem E-Mail-Postfach haben, gibt es hier die Möglichkeit, den auch, wie soll es auch anders sein, kostenfrei auf Trading for Freedom zu abonnieren. Einfach hier unten Name eingeben, die E-Mail-Adresse eingeben und dann auf den grünen Button klicken und dann ja, läuft der Registrierungsprozess. Ihr müsst dann nochmal, kriegt dann eine Mail zugeschickt, ein neuer Postfach, wo ihr einen Bestätigungslink drücken müsst. Wo es einfach ist einfach für mich eine Sicherheit, dass da keine Roboter drüber laufen und sich da ja automatisch irgendwelche Anmeldungen bei mir registriert werden, was einen erheblichen Aufwand für mich bedeuten würde. Deswegen einfach, ihr bekommt eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, den drückt ihr dann einfach. Und dafür seid ihr dann quasi für diesen Devisenkompass freigeschalten. Das noch als Info, weil es jetzt ein paar Mal kam, die Woche per E-Mail. Genau, so, sollte normalerweise reibungslos laufen, sollte dann was nicht funktionieren, schickt mir einfach eine E-Mail, dann füge ich euch manuell mit dazu. Ich bin auch gerade dabei, an einem Videoformat des Devisenkompasses zu arbeiten. Das heißt, wenn das soweit fertig ist, dann habt ihr die Möglichkeit, den einmal in Schriftform zu sehen und zu lesen und natürlich auch für die, die das Video bevorzugen, das Ganze sich in Videoform anzuschauen. Wenn ihr dazu Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr da Ideen dazu habt, gerne, sind immer willkommen. Wie gesagt, das ist ein Produkt, was ich für euch mache und wenn ich es noch besser für euch gestalten kann und konzipieren kann, gerne, immer her damit. Gut, ja, vielleicht noch ganz kurz noch eine Geschichte, weil die Frage auch kam. Ich nutze es ganz kurz, um noch eine Antwort zu liefern. Und zwar geht es darum, um eine Funktionalität. Und zwar im
im Signalbereich. Ich nehme mal kurz das Pfund-US-Dollar-Signal. Und zwar geht es da im Prinzip darum, um die Funktion. Also hier kriegt er, wie könnt ihr auch jetzt im Nachhinein alles anschauen, ist alles frei. Hier seht ihr die ganzen Informationen. Hier eben auch die Condition oder die Bedingungen auf Deutsch, die ihr mitbekommt, die ihr eingeben könnt, damit, ja, damit ihr sicherstellen könnt, dass ihr nur dann im Markt aktiv seid, wenn ihr auch wirklich diesen Gewinnvorteil habt. Aber es geht konkret um diese Funktion hier unten. Und zwar ist hier von TradingView ein Chart eingebunden. Und ja, wenn ihr wissen wollt und jetzt nicht gerade auf TradingView gehen wollt, sondern hier gleich auf dieser Signalseite eben wissen wollt, wie ist das Trading, wie ist denn der aktuelle Stand, ist das Signal aufgegangen, vielleicht in der Nachbetrachtung oder was ist denn passiert, könnt ihr hier auf diesen Button hier drücken, auf diesen Load New Bars Button, auf diesen blauen hier, ja, seht ihr den? Und wenn ihr da drauf drückt, dann wird das Ganze abgespielt und ihr seht den aktuellen Chart dargestellt. Und so könnt ihr eben ganz gut auch in der jetzt bei vergangenen Signalen eben ganz gut nachvollziehen, wie ist das, denn das Signal ausgegangen, wie ist der Kursverlauf gewesen, haben wir wie hier den Umkehrpunkt richtig, ja, richtig gut getroffen, punktgenau getroffen. Und ja, ist ein tolles Instrument eben auch, um diese Signale, auch wenn man vielleicht mal eins verpasst hat oder eben gerade dabei ist, sich zu überlegen, boah, wäre das was für mich, vielleicht mal das Testabo abzuschließen oder die Premium-Signale zu beziehen. Das ist einfach eine Möglichkeit für mich an euch, so viel wie möglich nur an Transparenz zu schaffen. Und ich habe da die Möglichkeit, auch die Signale dann im Nachhinein ja, als Video quasi noch mal anzuschauen, wie ist der Kursverlauf dann quasi gewesen. Ansonsten Transparenz, ja, wird hier alles mit fortlaufender ID und transparent und nachvollziehbar über die ganzen Trades, aber das kennt ihr ja schon, wenn ihr schon ein bisschen auf Trading for Freedom unterwegs wart, wird alles aufgeführt, wird Buch geführt, wird kein Trade unter den Tisch fallen lassen. Hier oben seht ihr die aktuellen Trading-Signale, die noch nicht ausgeführt sind, die noch nicht aktiv sind, aber die in der Pipeline sind, die wir auf der, ja, die wir eingeben können, die potenziell vervollständigt werden. Und ja, soweit. Auch das jetzt, vielleicht auch das ist den einen oder anderen aufgefallen, auch das Ganze auch im neuen Layout übersichtlicher gestaltet. Also von der Trading Chance über die konkrete Chartanalyse jetzt im Trading Signal, dann hier drunter der Chart, wo das ganze Trading Signal übersichtlich eingezeichnet ist, visualisiert ist, dass man sich schnell und besser zurechtfindet. Dann hier unten mit den Trade Details, also sprich die Trade Informationen sind dargestellt, muss auch ja, gemäß der Kontogröße Vorschläge von meiner gibt, was die Positionsgröße angeht, wenn man 1% vom Depot riskieren möchte. Natürlich zentral Einstiegslevel, Ausstiegslevel und auch die Bedingungen, wie schon erwähnt. Hier die Zahlen, die Kennzahlen, dass ihr mal seht, okay, mit was ihr kalkulieren könnt, damit was ihr rechnen könnt. Aber mir ist wichtig, und da möchte ich auch nochmal das Ganze unterstreichen an dieser Stelle. Auch für die, die jetzt überlegen oder frisch mit dabei sind. Das sind Erwartungswerte. Das heißt nicht, dass dieses Signal euch, deswegen steht ja auch möglicher Gewinn, ein Gewinn reinspielt, wenn ihr 500 Euro setzt von 875 Euro. Sondern über viele, viele Trades hinweg, 200 Trades, 300 Trades hinweg, ist das ein Erwartungswert von der Trefferquote her und vom meine Chance-Risiko-Verhältnis ist fix, klar. Aber sind es Erwartungswerte. Aber ihr könnt es nicht, und das bitte zur Kenntnis nehmen, nicht auf die nächsten Trades oder auf den nächsten Trade erwarten. Das möchte ich einfach herausstellen. Also ihr müsst es immer über die großen Zahlen sehen. Nur über die großen Zahlen nähert man sich diesen Erwartungswerten an. Und das möchte ich auch ganz klipp und klar herausstellen an dieser Stelle.
Nicht, dass ihr dann mit falschen Hoffnungen an die Sache herangeht und dann enttäuscht werdet. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also ich bin nicht jemand, der euch das Blaue vom Himmel verspricht, sondern einfach der euch aus Erfahrung, was es sonst so auch am Markt gibt, einfach klipp und klar versucht, da eine richtige Erwartungshaltung an den Tag zu legen. Ja. Ich sage immer so, zusammenfassend kann man das auch vielleicht als Fazit dann für euch zum Mitnehmen für heute Abend, und dann beschließen wir es damit. Trading ist ein Marathon und kein Sprint. Und das immer im Kopf behalten, immer über die großen Zahlen denken. Gut, wunderbar, klasse. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet einiges wieder mitnehmen. Ich weiß, einiges hat sich auch bewusst wiederholt von den letzten Webinaren. Aber es sind wichtige Dinge. Je öfter die man übt und ja, desto schneller gehen sie quasi ins Unterbewusstsein rein, in das Verständnis auch mit rein. Und Wiederholung macht's. Ich denke, in diesem Sinne, ich hoffe und ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. Auch wieder Donnerstag 19 Uhr, wie immer, hier auf Trading for Freedom. In diesem Sinne einen schönen Abend und ja, bis nächsten Donnerstag. Bis dahin, tschüss.